um die Frage zu beantworten, auf welcher Seite steht die FPÖ, die ist klar zu beantworten, auf der österreichischen Seite. Und wenn wir herumreisen in der Welt, wie es in Moskau der Fall war, aber auch in anderen Ländern der Fall ist, ich war vor 2, 3 Wochen in den USA, war im State Department, war im Weißen Haus, habe da Gespräche führen können. Ich war vor wenigen Monaten in Peking, habe dort Gespräche führen dürfen. Ja, und auch in Moskau haben wir einen Gesprächskontakt und haben dort ein Memorandum of Understanding, wird das genannt, eine Art Vertragswerke, eine Bekundung, zusammenzuarbeiten zum wechselseitigen wirtschaftlichen Vorteil, auch Positionen auszutauschen. In letzter Konsequenz dient es dazu, auch österreichischen Unternehmen zu helfen und ein bisschen einen Beitrag zu leisten, wenn es darum geht, eine Entspannung in einer geopolitisch angespannten Situation zu erreichen.